Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Captain of Industry auf meinem Kanal. Da sind wir wieder zurück. In der letzten Folge konnten wir die ersten Bagger der größeren Serie einweihen. Hier ist zum Beispiel ein Exemplar dabei. Und ja, das Schöne ist halt, der braucht 3 Schaufeln plus 2 Einheiten, also 4 Schaufeln eigentlich, um einen Truck zu füllen. Der füllt sie in einer Schaufel. Das ist natürlich... Wenn er natürlich nicht gerade 3 von 20 im Inventar hat. Ja, für den größeren Laster bräuchte der natürlich auch 3 Schaufeln. Bei dem wären es aber 10 Schaufeln. Also, das ist schon mal viel effizienter, die Bagger einfach mal auszurüsten. Dann braucht man auch deutlich weniger. Ich würde auch sagen, wir lassen da noch einen herstellen. Können wir da vielleicht bei der Kohle noch einen verschrotten. Den da zum Beispiel. Dann läuft das da auch effizienter. Und heute möchte ich mit euch da schon was wir gerade noch forschen, anschauen. Und zwar, wir haben jetzt die Schwefelverarbeitung hier. Und da können wir aus saurem Wasser Schwefel, Ammoniak und Wasser herstellen. Aus dem Schwefel kann man dann Säure machen, welche dann für die Kupferverarbeitung gebraucht werden kann, damit da kein... Aktuell konvertieren wir 16 Kupfer zu 3, 16 Unreines zu 13 Kupfer. Und neu könnte man dann halt 16 zu 16... Mit einem Rohstoff, der sowieso schon vorkommt. Und hier könnte man mit dem Ammoniak und Stickstoff plus ein bisschen Wasser Dünger herstellen. Und es gäbe da auch Wasserstoff plus Stickstoff gibt Ammoniak. Aber wie bekomme ich Wasserstoff? Zurzeit gar nicht. Okay, das wäre dann einfach für die Zukunft so gesehen. Übrigens, das Rezeptbuch ist eigentlich extrem praktisch. Gerade für solche Dinge. Ihr seht, wo das überall Anwendung findet. Und zwar... Es ist zwar nirgends geschrieben oder so. Was kann man die Statistik brauchen? Nichts. Aber wenn ich Rechtsklick mache, dann öffnet das jeweils dann das Ganze. Also hier Rechtsklick drauf, dann komme ich zum Stickstoff. Und das Ganze funktioniert eben auch in der Forschung hier. Ich kann auch auf den Dünger Rechtsklick. Sehe ich auch. Das sind die Rezepte, die es da gibt. Dünger Stufe 2 ist dann Stufe 1 plus Kalkstein und Schwefel. Das ist schon mal gut, haben wir es gesehen. Was noch gut wäre, wenn man da noch eine Verlinkung zur Forschung findet. Die sehen wir aber gleich hier, also die ist auch nicht mehr so weit weg. Ja, wir hatten zwischenzeitlich auch ein bisschen Stahl und sonstige Probleme, also Nachschubprobleme hier. Vor allem, weil da jeweils zu wenig Eisenerz zusammenkam. Seit wir aber jetzt bessere Bagger haben, ist das kein Problem mehr. Da läuft die Sache ganz gut. Wir haben auch hier den Betonmischer geupgradet. Jetzt kommt die Anlage nicht mehr ganz mit. Ja, jetzt stimmt halt das Verhältnis nicht mehr. Da müssen wir mal bald wieder reinschauen. Wir produzieren aber aktuell noch genug, dass ich da zufrieden bin. Sagen wir es mal so. Und auch Zement ist noch ein bisschen was da. Also, lass uns das heute anschauen. Jetzt, es gibt einen Ort, wo man saures Wasser herbekommt. Kannst du auch mal hier zeigen. Und das ist aktuell hier bei der Ölverarbeitung. Es Wir haben keinen anderen zurzeit. Und zurzeit, ja, schmeißen wir das ins Meer, gibt Wasserverschmutzung, was unsere Leben beeinflusst, der Bevölkerung. Und neu könnten wir eben dieses saure Wasser verwenden. Jetzt bin ich gerade... Ja, wir können es ja hier nicht... doch, da unten sehen wir es ja, blöd. Hier. Also saures Wasser plus Dampfdruck gibt Schwefel, Ammoniak und Wasser raus. Und wir brauchen am Ende wieder alles. Jetzt hätte ich gedacht, wir setzen das, also hier kommt das ja raus, das ist in diesem Gebäude. Hier entsteht anderes Abwasser. Wir kommen von hier raus und gehen einfach da wieder in die Richtung weg. Weil hier ist ja eine große Area, wir könnten da auch mal noch abgraben, dann, dass wir da mehr Platz haben. Ich produziere hier 6 und nochmal 6, also 12 in 20. Und die Anlage nimmt auch genau 12 in 20. Das ist ja, da haben wir mal Glück für einmal. Und da brauchen wir den saure Wasserstripper. Was ist der da? So. Ja, ich denke neben diese. Da hat es auch einen Knick gemacht, komischerweise. Wir machen den gleich hier so hin. Ist auch komisch, auf diesem Abfallberg hier was zu platzieren eigentlich. So. Gut. Und ich mache jetzt die Röhren. Wo kommen die raus? Ja, müssen wir einfach neue Röhren verlegen dann gleich. Die machen wir am Ende, weil sonst geht die ganze Anlage nicht, bis wir da fertig sind. Ich muss ja irgendwoher jetzt auch den Dampf haben.
Und dieser Heizkessel ist ja am Anschlag, wenn es mir recht ist. Nee, ist er nicht. Was braucht denn der? 22. Wir haben hier schon 4 plus 6, 10. Das wären 12 in 20. Und der macht immer noch 16 in 20. Also es würde ausreichen. Das heißt, ich kann das hier drüben holen. Das wäre diese Leitung, wenn es mir recht ist. Und dann haben wir natürlich Ausgänge. Wir haben Wasser, Ammoniak und Schwefel. Und das Wasser würden wir gleich wieder verwenden. 4 Ammoniak und 4 Wasser in 40. Und ich stelle her 8 Wasser in 20. Und auch 4 in 20. Das heißt, wenn ich zweimal Düngerproduktion nach dem folgen lasse, brauche ich ja 8 und 8. Aber ich mach 16 Wasser. Nee, doch, mach zu viel Wasser. Okay, das Wasser müssen wir also noch irgendwo loswerden. Und zwar wirklich loswerden, weil sonst steht ja die ganze Anlage dann still. Wenn wir das zum Beispiel hier drüben einspeisen und der Anlage da weniger geben, wäre eine Möglichkeit. Okay, wo kommt da was raus? Da wird es jetzt eben schon ein bisschen komplizierter, muss man ja ehrlich sein. Also, ich nehme hier mal Flüssigkeitsspeicher höher. Einer ist für Wasser. Und einer ist für Ammoniak. Hier. Einen da. Und einen da. So, das kommt ja dann zusammen. Und das andere Schwefel machen wir in die Richtung. So. Einmal Schwefel. Wasser. Ammoniak. So. Soll ich jetzt die neuen Förderbänder verwenden? Ja, komm. Sind wir auch gleich da moderner unterwegs. Bei den Röhren sind wir auch bei den besseren. So. Gut. Und jetzt gehen wir den Weg. Also ist sowieso die Frage, wie viel es da braucht. Ich könnte auch Schlacke herstellen. Wir müssen gleich schauen. Ich könnte jetzt zwei Säureherstellungen machen. Oder wir brauchen 4 in 40. Wir brauchen 20. Ja, wir könnten einmal Schlacke und einmal Säure machen. Ne, geht nicht auf, weil da sind 8. Dann machen wir zweimal Säure. Und die leiten wir dann mit Pipelines darüber. Und der Rest wird dann ins Meer gekippt. Ist das die... Ich meine, wir haben ja schon Umweltverschmutzung eingespart, dann wäre das halt so. Also man kann es nicht perfekt aufgehen lassen. Irgendwas ist dann da immer. Das heißt, ich brauche dann einen Mischer. Ist der da? So. Ah, und der braucht auch noch Wasser. Warte, dann geht es vielleicht sogar auf. 4 in 40. 4 in 20. Ja, geht trotzdem nicht ganz auf. Wenn ich den zweimal mache, dann brauche ich 4 in 20. Plus 4 in 20. Und ich stelle her 8 in 20. Doch, so geht's auf. Also wir machen zweimal Dünger und einmal den. Dann geht es nur beim Schwefel nicht auf. Und dann machen wir noch so eine Kalksteinproduktion als letztes, restliches. Ja, müssen wir ja fast. Können mal schnell schauen, was Schwefel denn so kann. Ach so, wir könnten ihn auch noch zu Gummi machen. Das ist die Alternative. Man kann ihn auch verbrennen, gut zu wissen. 1 in 20. Wenn wir natürlich den Rest hier anliefern, ja, wäre es auch möglich. Aber es müsste dann immer produziert werden. Also, wir machen mal den so dahin. Ah, das kann ich doch hier für Stückgut. Ausgleicher für Schüttgut. So, wir testen den mal schnell aus.
Ja, das ist natürlich schon zu spät da. Geht natürlich wieder nicht mittig. So, was kann ich jetzt sagen? Ah, ja, das haben sie neu gemacht. Und zwar, man sieht jetzt hier drin schön, ihr seht, das ist der Trichter da. Ich kann auch in die Richtung schauen, dann sehe ich da die Anlage, dass man es ein bisschen besser erkennt auch, wo was ist. Und zwar sage ich jetzt, der da hat Priorität. Da kann man auch gleichmäßige Ausgabe und gleichmäßige Eingabe erstellen. Aber wir machen einfach den Priorität. Und wir stellen den hier an, so. Dann machen wir hier einen Input. Und da machen wir den zweiten Ausgang. Geht das da? Nee, geht nicht. So. Hier aktiviere ich natürlich noch das zweite Rezept. Man kann die jetzt hier auch Priorität erhöhen. Ich schiebe das nach oben, dass er immer das macht, wenn es geht, und sonst nimmt er Kohle. Dann gibt es nämlich auch kein Abwasser. Das ist da auch der Vorteil. Gut. Jetzt brauchen wir nur noch Wasser hier drin. Also, ich kann euch verstehen, wenn ihr sagt, ihr kommt nicht mehr ganz mit. Das, ja, kann man durchaus sagen. Ich würde sagen, wir sammeln zuerst alles und gehen von da aus wieder weg. Ich versuche es euch so gut wie möglich zu beschreiben, was wir hier wie machen. Aber wir machen jetzt da die Priorität, dass der da immer genügend abbekommt. Also, das ist der. Die Sache daran, weil 4 in 20 machen wir und 2 in 20 ist hier, aber immer, dass da alles hingeht und der Rest geht darüber. Der braucht dann auch nur 1 in 20, also theoretisch bleibt noch 1 übrig. Außer wir geben dem zum Beispiel ein Upgrade. Kann auch gemacht werden. Gut, und der Rest wird mal gesammelt, denn die Düngerproduktion ist noch nicht freigeschaltet. Das kann auch gut was werden. So, jetzt sollte da die erste saures Wasser reinkommen. Jawohl, da läuft was. Ihr seht auch wieder, ich kann ein bisschen näher gehen. Toll animiert hier. Röhren, dann entstand da schon mal ein bisschen Schwefel. Er hat auch hier die Priorität abgegeben. Der produziert ja gar nicht so viel jetzt. Oder war das. Ah ne, der füllt das Lager, oder? Ja, da steht schon außen dran. Gut, jetzt waren wir aber nicht ganz so weit noch. Jetzt kommt hier zuerst, wie immer, ein Flüssigkeitenspeicher. Den setze ich auch gleich dran. Säure, gut. Ich lasse mal noch Pause, weil sonst geht das zu schnell voran. Und da drüben kommt jetzt das mit dem Dünger. Da brauchen wir eine Chemiefabrik. Genau. Und wir. Verwenden da 4 Ammoniak in 40 und wir produzieren 4 in 20. Also wir machen zweimal eine Chemiefabrik daneben. So, die ist hier. Und wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen da auch noch Stickstoff. So. Wollen wir die hier machen? Dann mache ich da Leitungen. Ja, weil von hier wäre es halt dann relativ nahe, da den Dünger abzuliefern. Aber was? 1 zu nahe? Ja. Gut, hast gewonnen. Okay, ich verbrauche 24 Stickstoff in 40. Was macht uns hier der Luft? Wie heißt er schon wieder? Luftzerlegungsanlage. Da macht 12 in 20, also 24 in 40. So gesehen perfekt. Sauerstoff ist kostenlos zum Entsorgen, deshalb bauen wir einfach eine weitere Anlage hier drüben. Weil das sonst wieder so kompliziert ist, dass man da einen richtigen Output hat. Weil der muss ja dann jetzt, wir haben jetzt die ganze Anlage darauf aufgebaut, dass die ständig läuft. Das ist ja so gesehen das Wichtigste. Und die darf jetzt da nicht stoppen. Also das sollte nicht. Sagen wir es so. Da kann ich jetzt nicht ein Element einbauen. Okay, jetzt können sie bauen. Nicht ein Element wie hier einbauen, wo klar, wir entsorgen aktuell den Stickstoff, ist aber auch, bringt in der Luft keinen ja, Nachteil so gesehen. Weil der macht ja nur so viel, wie es hier braucht. Und es braucht hier nur halb so viel, oder? Klar, man könnte die beiden Dinge zusammen connecten, aber ja, es bringt nichts so gesehen.
Oh, und da füllt sich der Füllstand der Düngeranzeige. Und jetzt können wir hier mit diesem Dünger, das ist eben das Krasse jetzt, wir können auf 120% gehen. Und ein Dünger bringt 2% Punkte. Also ich kann jetzt sagen, wir düngen da auf mal, ich mach mal 100% überall. Und wir schauen erstmal, ob er das erreicht. Es sind ja doch einige Felder jetzt. 4 Felder auf 100%. Das steigert natürlich den Ertrag einiges. Da können wir nur umschalten. Das Ding ist aber, der hat auch nur einen Input. Ja, genau. Das heißt, es hat entweder Wasser oder Säure. 8 Säure in 20. Und wir stellen her. 8 Säure in 20, ja. Also es sollte auch völlig ausreichen, um das herzustellen. Nur ein weiter Weg nach da hinten. Nur 191, sehr gut. Und jetzt kommt hier die Fahrzeugrampe zum ersten Einsatz. Große, passt die hier hin? Die dann auch breiter? Ne, die ist einfach höher. Das leicht eigentlich die kleine. Ne, kleine geht. Doch, kleine geht. So. Weil da unten durch kommen die Bagger nicht. Und wir haben sonst. Sonst, wenn da ein neuer Bagger, der übrigens da steht, rauskommt. Wir haben gesagt, der ist wie die Kohlemine. Übrigens, so. Und dann lassen wir den jetzt verschrotten da. Sonst kommt der nicht mehr hier hin. Also das ist... Sonst ist der hier völlig... Ihr seht, überall sind Leitungen. Der ist völlig eingeschränkt. Deshalb diese Fahrzeugrampe muss hin. Die ist auch nicht so teuer. Ein bisschen Betonplatten, ja, ist ein Verlust. Aber sonst geht das eigentlich. Ja, jetzt steht auch schon, Bagger kann das Ziel nicht erreichen. Kleinlaster. Der da. Ja, aber der müsste ja unten durchkommen, ohne Probleme. Der sollte kein Problem sein, eigentlich. Also, so sieht die aus. Die kam in der Beta dazu, aber die habe ich ja nicht gespielt, wie erwähnt. Und dann haben wir gleich das effizientere Rezept. Wow, und bis jetzt reicht das eigentlich locker aus. Also, ja, die sind jetzt schon nicht mehr so mitgekommen, aber 3 Platten mehr macht doch einiges aus wahrscheinlich. Oh, die Leitung ist... Kann 530 Säure aufnehmen, die Leitung. Eine schöne Menge. So, da läuft noch das letzte Mal Wasser. Hier stelle ich Wasser aus. Okay, Sojabohnen plus Wasser plus Schwefel plus Kalkstein gibt Tofu und Tierfutter. Das ist genau unser Rezept. Und da kann man auch massig Tierfutter herstellen, wie wir das sehen. Kann man denn Tofu wahrscheinlich dann essen? Gehe ich mal von aus. Ja, das wäre hier auch die dritte Kategorie. Okay, das würde uns in ein paar Dingen helfen, dass wir ein bisschen Schwefel verbrauchen können. Wir müssen da fast nochmals eine Schmelze daneben setzen, nur um das nochmals mehr zu machen. Klar haben wir hier immer eine, die relativ pausiert rumsteht, aber da brauchen wir mehr. Ja komm, das muss aufgebaut werden. Ich kann sogar das Kopiertool verwenden, weil die Leitungen werden ja eh nicht mitgenommen. Und das machen wir da mit 2 Abstand. Ja, so. So sollte das eigentlich passen. Solange das da wegen der schrägen Ansicht noch setzen kann. Was macht er? Aber jetzt macht er auch viel, viel mehr Teile. Also, wenn es jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Der braucht jetzt 10 Platten in 10, also 20 Platten in 20. 40 Platten in 40. Und ich stelle her 32 in 40. Also so verbraucht er zu viel, aber so. Einer geboostet, einer normal. Das müsste aufgehen. Dann bleiben genau, dann braucht er ja 30 Platten auf 40 und der macht 32 auf 40. Also so ist es recht genau. Hier das Band geupgradet, sehr schön. Auch schneller. Ja, schönes Blau da. Kann man stolz sein. Wir haben auch die Sojabohnen freigeschaltet. Auch da. Wir haben das erste Mal jetzt einen Lebensmittelhersteller. Der hier? Ja. Was ist der da? Ah ja, der hat viele Ein- und Ausgänge. Also da wird, glaube ich, noch einiges gemacht.
Das und vieles mehr seht ihr dann aber in der nächsten Folge. Was ist denn die große Achievement? Ist natürlich hier. Ja, weiß ich nicht, ob man da so stolz sein kann, um das zu zeigen. Hier wird es langsam voll, da müssen wir noch aufpassen. Aber aus dem machen wir ja jetzt Tofu. Düngerproduktion ist da. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Like würde mich freuen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!